people say I'm a fun guy. Heute tue ich Pilzle. Also ich heisst, ich tue Pilztübeln, Sporentübeln, zum Beispiel da vom Stockschwämmchen. But that's more than what I... Vom Winterausstersaitling. Aus der Zeitling. Limonenzeitling. Come underground to my pad to jam. Shiitake kaltfruchtend und Shiitake warmfruchtend. There's not much room down there. Alle Impftübel sind von speisepilz.ch. Danke vielmals, Etienne. Dazu brauche ich noch Pfannen, Bienenwachs, einen Pfeifenbohrer und eine Bohrmaschine. Und natürlich, da ich mit Sporen hantiere und am besten noch Händchen. Ja, das ist mal Schritt 1. Was es auch noch dazu braucht, ist natürlich Holzrügel, die ich infiziere. Das zum Beispiel, das ich jetzt gerade beim Haus. Und mein Gedanke ist, das ist dann ein schöner Feature. Also weißt du, wie schön, wenn da Pilze draussen spreuen. Plus, es ist in der Nähe von der Küche. Da muss ich dann, wenn sie reif sind, zum Ernten und nachher direkt kochen, nicht weit laufen. Perfekt. Ich würde sagen, da tun wir die kalten Shiitake rein, kaltfruchtend, weil im Winter willst du wirklich nicht weit gehen, um zu ernten. Als Vorbereitungsschritt Nummer 1 nehme ich hier Bienenwachs und das Licht anschmelzen, erwärmen, damit ich dann nachher eine Kugel daraus machen kann. Weil jetzt im Moment eine Kugel daraus machen ist noch schwierig. Und die Kugel tue ich nachher so als Pfropfen brauchen. Weil jedes Doppelloch muss nachher zugemacht werden mit dem Bienenwachs. Zum Wachschmelzen nehmen wir natürlich ein Wasserbad. So, jetzt mache ich einfach so aus dem warmen, weichen Wachs mache ich einfach so die Pfropfen. Also, Pfropfen haben wir jetzt gemacht. Jetzt geht es ums Holz. Den Baumstamm oder Teil vom Baumstamm habe ich ca. vor 3 Wochen geschnitten. Es ist gut, wenn du so ein paar Wochen Ruhezeit gibst, bevor du den infizierst. Und man sagt, pro 1,5 Meter so 15 bis 20 Dübel. Das heisst, ich habe ja gesagt, ich tue den Shiitake kaltfruchtend. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, da auf dem ganzen Stamm, dass ich das so ziemlich fülle. Als erstes mache ich ganz viele Löcher rein. Well, you know, fun guy like me. Need a bit of fun girl company. I'm gonna decompose you a love song. Also, so sieht so ein Dübel aus. Und ich Dübel, dann denke ich, ja, ist ein Pfeifenloch. Nein, es ist kein Pfeifenloch. Ja, muss ich halt alle nochmal nachbohren. Ja, yeah, nu. So lernt man. Aus Fehlern machen lernt man. Jetzt sollte das Loch gross genug sein. Dübel reinstecken. Ist knapp, aber easy. Reinhämmeln. Ja, noch ein nachhämmeln, versenken, wenn es geht. Und dann nehmen wir unseren Wachstropfen. Oh, wo jetzt aber schon wieder hart ist. Also gut, mit dem Wachs müssen wir noch üben. Mit dem Wachstropfen vielleicht noch ein bisschen wieder hinkneten. Aber jetzt ist der Dübel drin. Und ja, ein Jahr, anderthalb später sollte dann die Shiitake-Pilz kommen. Immer wieder, jedes Jahr wieder, bis das Holz aufgefressen ist. Und es keinen Nährstoff mehr hat und jetzt geht das alles. Und ja, vielleicht müssen wir mal schauen. 4, 5, 6, 7 Jahre werden wir da Shiitake haben. Alles klar.
Ja, Achtung, fertig, los. Jetzt tun wir alle düppeln. Und dann alle verdichten. Und am Schluss zeige ich es euch nochmal. Also einfach einen nochmal zum Erläutern. Einmal Loch bohren, einmal Dübel. Und all die Dübel sind vom Etienne infiziert worden. Speisepilze.ch, ganz einfach zu bestellen. Und Napfropfen, theoretisch. Zack, fertig. So einfach ist das. Und Pilz für die nächsten 7 Jahre. Symbiosis in the key of G. And when I party, you know I love to break it down. Eating dead wood tastes so good. Ja, und schlussendlich ist es so einfach, sich feine Nahrung zu sichern für die nächsten ganzen Jahre. Jetzt sind die Tropfen noch warm. Aus der Schachtel. Und dann schauen wir, da steckt Claudia ihre Pilze rein, die sie produziert hat aus dem Wachs. Und verdruckt es einfach und füllt so das Loch, damit das Loch verdichtet ist gegen Insekten und übermäßiges Wasser und sonstige. Und dann kann der Pilz sich ins Holz ausbreiten. Und ja. Falls du dich fragst, wie echt das aussieht in einem Jahr, anderthalb, dann würde ich sagen, du musst abonnieren. Oder Claudia? Definitiv, dann siehst du es. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt freudig, bleibt frei. Und ja, dann euch doch Pilze anbauen. Das Einfachste auf Erden. And you know I'm gonna share it round. Von 1 bis 10, Claudia, wie schwer war jetzt die Arbeit? Ja, so 1 bis 2. Voll easy. Kann ich nur empfehlen. Machen Sie auch. Oh, I wanna wrap my ceiling arm around.